Wer wird Millionär? Geht in die nächste Runde. Folge Nummer 22. Können wir heute die Millionen gewinnen, nachdem Malte letzte Woche uns schon wunderbar diese 500.000 Euro vorgelegt hat? Wir versuchen es und geben unser Bestes bei Wer wird Millionär? Und damit willkommen zu einer weiteren Folge bei Wer wird Millionär? Wir sind diese Woche wieder alleine. Vielen Dank, Dankeschön. Und versuchen unseren Weg zur Million zu erkämpfen. Beginnen tut dies wie immer mit der Auswahlaufgabe. Sie lautet: Ekeln Sie sich? Stimmt das so? Richtige Antwort ist IGIT ADTB. Zwei vertauscht. Er hat es richtig hinbekommen. Am schnellsten war Spieler Nummer 3 in 1,91 Sekunden. Und los geht's. So. Na, dann versuchen wir unser Bestes wie immer. Ich nehme natürlich, wie man es kennt, die Risikovariante. Los geht's mit der ersten Frage für 50 Euro. Nach einer Zahnbehandlung sieht man des Öfteren Mäuse kochen, Wieselgrillen, Rattendünsten oder Hamsterbacken. Die Hamsterbacken. Wie heißt das größte Passagierflugzeug der Welt, das am 18.01.2005 öffentlich vorgestellt wurde? R2D2, A380, FSK 18 oder C64? Das war die BA-380. Wer es gern vornehmen hat, möchte schnell einen einfachen Abendessen lieber. Die Milz, die Nieren, die Lungen, die Leber. Der möchte B, die Nieren. 200 Euro geschafft. 300. Wer geschickt verhandelt, kann redensartlich die Ware umarmen, den Händler liebkosen, den Preis drücken, die Kassiererin vernaschen. Also viele würden ja am liebsten D machen, aber ich nehme C, den Preis drücken. Und 500. Wie könnte die englischsprachige Pornodarstellerin das Auswechseln ihres Filmpartners einfordern? Centre-Cour, Tie-Break, Surf and Volley, New Balls, please. Oh Mann. Das müssten doch eigentlich so Sachen sein, wo man die Frage FSK 18, müssen sie so FSK 18 sagen müsste, aber D, New Balls, please. Wer es weiß, ist gut, falls nicht, frag lieber nicht nach. Das werde ich schon selbst herausfinden. Gut. Wir gehen auf 1.000 Euro. Alle Joker noch da. Über 100.000 Franzosen leben in Sandy, Cindy, Nancy, Jackie. Oder anders gefragt, welches von diesen Vieren ist ein Ort? Und da muss ich nämlich sagen, ich habe keine Ahnung. Perfekte Frage für mich.
Was können wir tun? Telefonjoker müsste es noch wissen, vielleicht. Publikum weiß definitiv, Zusatzjoker auch. Fangen wir mit dem schlimmsten Joker zuerst an. Telefon. Ich nehme die Nummer 2 und rufen wir mal an. Mal gucken, ob da jemand dran geht. Ah, da ist sogar jemand. Dann, die Zeit läuft. 100.000 Franzosen leben in Sandy, Cindy, Nancy, Jackie. Zwischen Antwort A und C. Mal gucken. A oder C? Ich würde eher ausschließen. A. Gut. Wir haben mir schon öfters bei solchen Situationen einen Joker genommen. Diesmal vertraue ich ihm mal, wenn er A und C nehmen würde, aber dann doch eher A ausschließen würde, würde ich ihm vertrauen und Antwort C, Nancy, nehmen. Das ist gewagt in dem Fall. Ich nehme C, Nancy. Letztes Wort. Letztes Wort, die Antwort ist drin. Jawohl. Wunderbar. Gut. Da sind 2000 geschafft. 1000 geschafft, wir gehen auf 2000 jetzt mit der Frage. Wie heißt der Schachzug, bei dem gleich zwei Figuren auf einmal gezogen werden? Parade, Rochade, Kaskade, Charade. Bei dem zwei auf einmal gezogen werden. Ich schwanke zwischen A und B, ehrlich gesagt. Kaskade, nein. Das würde ich irgendwie kennen. Eine Scharade, das. Ich kenne zwar den Begriff, aber es passt nicht da rein, würde ich sagen. Also meiner Meinung nach kann es nur A oder B sein. Und ich würde sagen, ich nehme da einen Joker zum Absichern. Nicht, dass ich mal wieder auf dem ganz falschen Weg bis auf Holzweg bin. Und ich frage mal, dass Publikum. Also nehme ich mal auf. Der Publikumsjoker. Das heißt, wenn ihr es wissen solltet, fühlt euch frei, schreibt einen Kommentar mit eurer Meinung. Die Frage ist, wie heißt der Schachzug, bei dem gleich zwei Figuren auf einmal gezogen werden? A. Parade, B. Rochade, C. Kaskade oder D. Scharade? Wenn ihr eine Ahnung habt, schreibt es rein. Alle anderen im Studio stimmen bitte mal jetzt ab. Und das Publikum ist der Meinung, dass es Antwort B mit 93% ist. Die Rochade. Da lag ich also gar nicht mal so falsch. Ich schließe mich natürlich dieser außerordentlichen Mehrheit gerne an und nehme B. Rochade. Bisschen so Rochade. Bei mir hat irgendwie eher so ein Hasen eher raus. Rochade. Rochade. Ja, B. Die Rochade. Und diese Mehrheit hat recht. Wunderbar. 2000 Euro geschafft. Zwei Joker sind weg. 2000 gewonnen. Wir gehen auf 4000 mit der nächsten Frage. Biblischen Ursprungs ist die Redewendung vom Heulen und Ohrensausen, Augenrollen, Nase rümpfen oder Zähne klappern. Vom Heulen und. Mir sagt gerade Augenrollen was. Zähne klappern? Nee. Ohrensausen will ich ausschließen. So.
Nase rümpfen würde ich auch nicht sagen, das ist auch 100% falsch. Also ich schwank zwischen B und D. Watuma. Wenn wir einen 50-50 Joker jetzt A und C wegfallen, müsste ich genauso schlau wie vorher. Wenn aber B rausfliegt und zum Beispiel A oder C unabhängig davon, würde ich D nehmen. Wenn B stehen bleibt, würde ich B nehmen, zum Beispiel A und C oder C, A und D oder C und D rausfliegen. 50-50 wird riskiert jetzt mal. Komm, ich mach's ihn raus. Okay, dann ist für mich klar, dann nehme ich D. Zähneklappern. Richtige Antwort. Das ging nochmal gut. Wir gehen auf 8000. Nur noch Zusatzjoker ist da. Welchen Preis können Filmschaffende bei den Festspielen in Cannes gewinnen? Der Bär, Palme, Löwe, Oscar. Also da verliehen die Goldene Palme, glaube ich, oder? Festspielen in Cannes. Das müsste die Goldene Palme sein, glaube ich. Ich will noch den Zusatzjoker noch rausnehmen. Der Oscar ist das niemals. Bei dem Festspiel von Cannes. Das Einzige, was mir gerade was sagt. Die Goldene Palme. Goldener Bär, Goldener Löwe. Oder von Oscar. Ach, verdammt. Also ich würde sagen, es ist B. Müssen wir jetzt noch einen Joker raushauen unbedingt. Die Filmfestspiele von Cannes. Ich werde da gerade gucken, welche tun. Die wissen die Antwort sofort. Also wissen einige von euch 100% direkt. Komm, B. Letztes Wort. Sonst rede ich mich noch dumm und dämlich nachher von der Antwort wieder rausnehmen und Joker noch. Andererseits kann das natürlich auch jetzt falsch sein, aber das ist einfach, was ich kenne, deswegen. Also von dem in Bezug dazu. Bei den Festspielen von Cannes kann man was gewinnen. Und zwar. Die Palme. Das heißt, soweit haben wir uns gerettet. Und wir gehen jetzt auf die 16.000 Euro Frage, die wir definitiv beantworten können, denn wir haben noch den Zusatzjoker übrig. So, diese Frage lautet: Die Schauspielerin Valeria Bruni Tedeschi ist die Schwägerin von Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, ja auch, Silvio Berlusconi oder Gordon Brown. Und da bin ich gerade sehr dankbar, dass ich diesen Zusatzjoker noch habe, denn den muss ich jetzt nämlich nehmen und hoffen, dass das Beste passiert. Zusatzjoker bitte. So, wen nehmen wir denn? Nehmen wir die Nummer 5. Die Anna. Und die glaubt zu wissen, dass es Antwort B Nicolas Sarkozy ist. Sarkozy? Sarkozy, glaube ich, heißt es, oder?
Ich vertraue ihr mal und nehme Antwort B, Nicolas Sarkozy. Antwort B. Doch. Na, wer die gute Frau hat, liegt falsch. Jetzt will ich ein bisschen wissen. Valeria Bruni Tedeschi ist die Schwägerin von 5, 4, 3, 2, 1. Jawohl! 16.000. Nicolas Sarkozy. Wunderbar. So. Das heißt, die 16.000 sind geschafft. Alle Joker sind auch geschafft. Und 32.000. Wir sind im oberen Drittel. Hier kommt die Frage. Wer war sowohl Oberbürgermeister von München als auch regierender Bürgermeister von Berlin? Hans-Jochen Vogel, Otto Graf Lambsdorff, Klaus von Donandi oder Gustav Heinemann? Sowohl Oberbürgermeister von München als auch regierender Bürgermeister von Berlin. Was ist denn das für eine Frage, ey? Also ich kann schon mal pauschal sagen, ich habe keine Ahnung. Die Frage für mich ist gerade nur noch, ob ich toppen will oder aussteigen, so realistisch betrachtet, weil ich habe einfach echt null Ahnung. Ich glaube fast, dass ich es hierbei belassen muss. Ich steig aus. Das war's. Nehmen die 16.000 mit und freue mich über diesen Gewinn. Das war's für mich. So. Lief ja immer so schlecht. Nun zur Auflösung. Ich hätte immer spontan geklippt auf A oder B. Ich nehme an, B, Otto Graf Lambsdorff wäre es gewesen. Und richtig gewesen ist A, Hans-Jochen Vogel. Also wir lagen wieder wie immer in unserem Bereich, wo es richtig gewesen wäre. Aber es sind 16.000 Euro geworden. Na dann, nächste Runde, neues Glück. So, dann wollen wir doch mal schauen, dass wir vorankommen mit der nächsten Aufgabe, denn die hat es hoffentlich in sich. Und zwar ordnen Sie folgende Staaten alphabetisch: Malawi, Malediven, Malaysia, Mali. Also, alphabetisch, das heißt, wir fangen vorne an. Erst, alle fingen an mit MAL, aber zuerst kommt MALA, dann ist W, Malawi, W vor Y, denn danach folgt Malaysia. Dann folgt hinten dran Malediven und dann MALI, Mali. A, C, B und D. Das wussten noch 6, am schnellsten war Spieler 9. Los geht's. Auch hier nehmen wir wieder die Risikovariante und wir starten mit der 50-Euro-Frage in diese nächste Runde. Wer ohne eigenes Zutun für die Fehler anderer verantwortlich gemacht wird, ist der Deliktbulle, Sündenbock, Frevelhengst oder Schuldeber, der Sündenbock B. 100 Euro. Eine nymphomanische Hündin ist sozusagen selbstredend, umstandslos, zwangsläufig, unweigerlich.
Die ist. Ich glaube C. Selbstredend ist Quatsch. Umstandslos, weiß nicht. Mann, die Frage ist ja wieder. Zwangsläufig. Ich würde jetzt C nehmen. Das ist doch nicht das da. Mann. Nymphomanisch. Das Problem bei solchen Fragen ist, je länger man drauf umgeht, da wird man. Nymphomanisch. Ich sag C zwangsläufig. Oh Gott. Ja. Blamage verhindert. 200. Bergwandern kann es schon passieren, dass sie sich auf einen Vollversammlung, Gipfeltreffen, Krisensitzung, Spitzengespräch, B-Gipfeltreffen. Was ist ein Gassenhauer? Lied, Hooligan, Kanaldeckel, Taschendieb. Ein Gassenhauer? Das Wort ist mir noch befremdlich. Gassenhauer. Das kann ja irgendwie alles sein davon. Hooligan schließe ich irgendwie aus. Kanaldeckel, Bulli oder so? Nee. Ein Gassenhauer, der ein Taschendieb ist? Aber als Lied, hoppla, als Lied Gassenhauer. Hätte ich schon mal irgendwo gehört. Was tut man da? Taschendieb Gassenhauer? Nee. Das heißt, nach Ausschlussverfahren würde für A sprechen irgendwie. Soll ich wirklich nehmen? Das ist schon die zweite Frage dieser Runde, die schon so mies anfängt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Oh nee, ey, das ist jetzt so nett. Was trinkt mir jetzt ein Joker? Ich riskiere, komm. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten und... Yes! Was ist ein Gassenhauer, verdammt? Ein Lied? Euer Ernst? Wir nennen sowas bitte schön so. Wen die Influenza erwischt, stellt das Wort wörtlich unter. Panik, Einfluss, Hunger und Durst. In Englisch, to influence... Das ist eine allgemeine Influen? Einfluss. B. So. Wir sind über die Schwellgrenze drüber. Bei 500 Euro haben wir jetzt angesiedelt. Und wir machen weiter mit der 1000 Euro Frage. Beim nächsten Mal. Das fing ja sehr gut an, muss ich sagen. 16.000 war eine gute Runde. Aber jetzt schon die ersten 5 Fragen, dass sie einem so nerven können, das fand ich überraschend. Das war es in jedem Fall für heute. Wir machen morgen am Dienstag mit der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kommt gut nach Hause. Wie immer, lasst gerne ein Like da oder einen Kommentar. Ich freue mich auf euch und eure Antworten. Das war's. Bis morgen. Schönen Tag und schönen Abend. Und... haut rein und viel Spaß noch auf YouTube oder sonst wo ihr immer seid. Ciao!